Moin, moin! Heute habe ich ein neues Videoformat für euch. Und zwar möchte ich euch alle meine begonnenen Buchreihen vorstellen. Also alle Buchreihen, die ich angefangen habe zu lesen, aber aus irgendwelchen Gründen noch nicht beendet habe. Und da das einige sind, möchte ich diese Videoreihe in drei Teile aufteilen und dann euch nach und nach abfilmen. Und heute ist eben der erste Teil an der Reihe. Ich habe meine begonnenen Buchreihen alle hier in das Buch der Bücher notiert und habe sie durchgezählt. Es sind tatsächlich 24 an der Zahl. Das ist schon einiges, aber wenn man Fantasy liest, dann kommt es halt schnell vor, dass man da Reihen beginnt. Und es ist nicht immer nur meine Schuld gewesen, dass ich diese Reihen noch nicht weitergelesen habe oder beendet. Denn mir ist aufgefallen, als ich die Reihen notiert habe und auch notiert habe, wie viele Bände es schon gibt und welche ich davon gelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass man die Buchreihen in drei Kategorien eigentlich einteilen kann. Zunächst sind da die Buchreihen, die bereits beendet und abgeschlossen sind, die ich eigentlich schon längst hätte lesen können, wo ich einen Haken hätte dran machen können. Das ist eben ja meine Schuld, dass ich die noch nicht gelesen habe quasi. Dann gibt es die Buchreihen, die im Moment noch aktuell laufen. Also da kommen immer nach und nach noch neue Bände dazu. Und es gibt noch die dritte Kategorie, wo auch die Reihen noch nicht beendet sind und wo man schon sehr lange auf die Fortsetzung warten musste. Ja, und mit diesem Teil, mit dem letzten Teil, wollen wir uns heute in diesem Video beschäftigen. Aber vorher möchte ich euch einmal zeigen, wie ich meine Reihen im Buch der Bücher notiert habe. Im Grunde nichts Spektakuläres. Ich habe sie erstmal alle untereinander aufgeschrieben, nachdem ich mein Bücherregal durchgegangen bin und geschaut habe, wo kommen noch Fortsetzungen. Da habe ich dann untereinander die Titel der Buchreihen aufgeschrieben. Und dahinter habe ich dann immer Zahlen notiert, wie viele Bände es gibt. Und farbig könnt ihr sehen, ist das Ganze auch markiert. Die rot markierten, die habe ich bereits gelesen. Die gelb markierten, die ja gelb eingezeichnet sind, davon gibt es jetzt nicht ganz so viele, die habe ich bereits auf meinem Sub, also könnte ich schon lesen. Und die noch nicht fett markiert sind, also normal Kugelschreiber, die sind bereits erschienen, die habe ich aber noch nicht gelesen und sind auch noch nicht bei mir eingezogen. Dann habe ich markiert, wenn eine Reihe beendet ist. Also hier mit einem rechten Winkel habe ich angezeigt, dass die Reihe beendet ist. Manchmal mit Fragezeichen dahinter, vielleicht geht es ja doch noch weiter. Dann habe ich mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen angedeutet, dass die Reihe auch noch fortgesetzt wird. Und rechts daneben habe ich hier so Kästchen gemacht, um die Reihen abhaken zu können, sobald ich sie beendet habe. Hier zum Beispiel Dämonenakademie, Never Night habe ich beendet. Quatsch, nicht den Dämonenakademie. Dämonenzyklus habe ich beendet. Und da konnte ich dann halt letztes Jahr schon Haken dran machen, die Spiegelreisende. Also mit dieser Liste habe ich eben letztes Jahr begonnen und möchte ich jetzt in 2021 weitermachen. Also sobald ich eine neue Reihe begonnen habe, ja, schreibe ich die hier auf. Es gibt aber auch, wie ihr sehen könnt, gelbe Häkchen. Gelbe Haken bedeuten, dass ich up to date bin, dass ich eben alle erschienenen Bände gelesen habe und jetzt im Grunde warte, bis es weitergehen kann. Und dann gibt es noch Xe. Und das bedeutet, dass ich eine Reihe abgebrochen habe. Die streiche ich dann durch und mache hier ein X ran. Ja, und so versuche ich mich up to date zu halten und immer eine Übersicht zu behalten. Immer wenn ein neuer Band hinzukommt, dann schreibe ich eine neue Zahl dahinter. Und wenn ich etwas gelesen habe, dann markiere ich das halt mit meinem Filzstift rot oder wenn irgendwas eingezogen ist, dann eben mit meinem Filzstift gelb. Ja, so ist die Übersicht und so konnte ich dann auch ganz gut sehen, wo ich weitermachen kann. Und daraus ist ja auch so eine kleine Challenge für 2021 entstanden, dass ich ein paar Reihen beenden möchte. Ja, aber jetzt soll es eben um die Reihen gehen, wo man schon sehr lange auf die Fortsetzung warten musste. Und da habe ich natürlich überlegt, was bedeutet eigentlich lang in diesem Zusammenhang? Das ist ja für jeden wahrscheinlich anders. Jeder hat eine andere Geduldsgrenze und eine andere Definition. Für meinen Teil ist das so ab 2, 3 Jahren irgendwann erreicht, wo man sich fragt, ja, was ist denn jetzt nun? Jetzt habe ich diese Reihe begonnen und jetzt hängt man irgendwie in der Luft. Kommt da jetzt noch was oder nicht?
Es wird natürlich immer auch einen Grund haben, warum es noch nicht weitergeht. Das wissen die Autoren natürlich am besten selbst. Vieles davon bekommen wir als Leser natürlich nicht mit, manchmal zu Recht, weil es uns nichts angeht. Aber ich finde, man darf irgendwann auch mal seine Ungeduld als Leser aussprechen. Wenn ich auch eigentlich der Meinung bin, dass die Autoren sich wirklich auch Zeit nehmen sollen für ihre Fortsetzung, sie sollen das ja jetzt nicht hinschlieren, nur damit irgendwie eine Fortsetzung rauskommt, das will ich ja auch nicht, ne? Also die sollen sich schon hinsetzen und sich Gedanken darüber machen, damit das nicht irgendwie eine unausgegorene Story wird, sondern qualitativ hochwertig, sich eben auch sehr gut an die Vorbände anpasst. Und deswegen ist es auch okay, wenn sie sich Zeit nehmen, wenn irgendwas dazwischen kommt, andere Projekte, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Und bei vielen Reihen denke ich auch, dass das genau der Fall ist, dass da einfach was dazwischen gekommen ist und dass sie irgendwann später damit weitermachen. Aber es gibt eben auch Reihen, wo jetzt schon so ein langsam so ein kleines Stimmchen im Hinterkopf sitzt, dass überhaupt daran zweifelt, dass es noch weitergeht. Und das ist besonders bei Lieblingsreihen schon sehr schmerzhaft, finde ich. Und da ist man dann schon sehr enttäuscht und manchmal auch ein bisschen sauer. Ich werde euch die Reihen jetzt nach einer bestimmten Reihenfolge zeigen, wie ich das ja ganz oft gerne mache. Ich habe nämlich geschaut, wie lange es denn jetzt bei jeder Reihe her ist, dass der letzte Teil erschienen ist. Also wie lange ist die Wartezeit tatsächlich? Ich habe das aber immer nur für den deutschen Buchmarkt geguckt. Also wenn das eine Übersetzung ist, dann habe ich jetzt nicht noch extra nach dem Original geschaut. Ich werde jetzt mit der niedrigsten Wartezeit beginnen. Das sind bei mir 3 Jahre und wir klettern dann immer höher zu den ganz, ganz schlimmen Wartezeiten. Und ich denke, euch wird da auch eine Reihe im Kopf rumspuken, bei der es euch genauso geht. Auch sehr, sehr bekannte Reihen. Also da sind schon einige besondere Reihen dabei, die einige kennen. Lustigerweise sind das tatsächlich 4 Drachen-Fantasy-Reihen. Dabei. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht, aber es ist schon ein bisschen lustig. So, jetzt habe ich ganz schön lange vorgeredet, aber ich finde dieses Thema auch sehr spannend. Also bevor ich jetzt wirklich zu der Vorstellung der Reihen komme, möchte ich euch auch fragen, ab wann findet ihr dann eine Wartezeit sehr lang auf die Fortsetzung zu warten? Und findet ihr das schlimm oder denkt ihr, na, dann kommt sie halt, wann sie kommt und sollen sie sich die Autoren doch bitte Zeit nehmen dafür? Oder habt ihr auch so eine Grenze, wo ihr sagt, nö, also ab 5 Jahren, finde ich, habe ich auch keine Lust weiterzulesen, dann sortiere ich die aus und dann selber schuld. Ja, das würde mich total interessieren, wie ihr darüber denkt und ob ihr auch noch solche Reihen in eurem Bücherregal habt und welche das sind. Wir fangen mit einer Drachenreihe an, und zwar ist das die Wolkenmeer-Reihe, der Drachenjäger, die erste Reise ins Wolkenmeer von Bernd Perplies. Und hier bei der ersten Reihe habe ich schon bereits gemogelt, denn hier habe ich den zweiten Teil noch gar nicht gelesen, aber trotzdem habe ich das jetzt hier mit reingenommen. Aus dem Grund, weil der zweite Teil eigentlich so ein bisschen außer der Reihe steht, so wurde es jedenfalls betitelt, dass er so ein Einzelband ist und dass die Geschichte hier eigentlich auch noch gar nicht so richtig weitergeht, obwohl der zweite Teil auch die zweite Reise ins Wolkenmeer heißt. Und deswegen habe ich da vielleicht auch noch nicht weitergemacht. Aber es ist tatsächlich schon 3 Jahre her, dass der zweite Teil erschienen ist und der erste Teil ist vor 4 Jahren erschienen. Also zwischen Band 1 und 2 ist tatsächlich nur 1 Jahr vergangen und jetzt sind eben schon 3 weitere Jahre vergangen und wir haben zu dieser Reihe noch gar nichts weiter gehört. Man findet hier eine sehr interessante Mischung zwischen Drachen-Fantasy und Abenteuer-Roman, so ein bisschen Moby Dick-Feeling, denn wir gehen hier nämlich auch auf eine Schifffahrt. Allerdings gibt es hier fliegende Schiffe und wir sind nicht auf der Jagd nach Walen, sondern nach Drachen. Und wir haben hier ebenso einen sehr verrückten und irren Kapitän, der total aufgefressen ist von ja, diesem Ziel, einen ganz bestimmten Drachen zu fangen. Und zwar ist das ein schwarzer Drache, kein weißer Wal, sondern ein schwarzer Drache. Und wir haben hier eben auch unseren Protagonisten, den wir begleiten auf dieser Expedition. Und ja, hier ist halt eben auch die Frage, ist das ein bösartiger Drache? Sind die Drachen allgemein bösartig? Aber es
Ja, spielt sich in dieser Gesellschaft eben alles um die Drachen ab. Es wird damit gehandelt, es wird damit Geschäfte gemacht mit Drachenleder, mit Drachenblut und so weiter und so fort. Und die ganze Gesellschaft, die ganze Kultur, das ganze Leben spielt sich eben über den Wolken oder in den Wolken ab, auf schwebenden Inseln oder eben auf fliegenden Schiffen. Und der Erdenboden, der ist sehr, sehr gefährlich. Da sollte man nicht hinunter, auch wenn wir den natürlich auch ein bisschen kennenlernen. Ja, eine sehr interessante Weltenstruktur, finde ich. Und ich habe da auf jeden Fall Lust, mehr zu erfahren, auch über die Magie, die hier nur so ein bisschen angedeutet wurde und natürlich auch über die Drachen. Einiges ist mir natürlich auch schon wieder entfallen, weil es schon wieder 4 Jahre her ist, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich würde das Buch halt auch noch nicht nochmal lesen, bevor es jetzt nicht weitergeht. Also ich würde dann tatsächlich warten, bis die Reihe beendet ist, um dann nochmal von vorne anzufangen. Aber diese, ja, Moby Dick-Adaption in Drachen umzuwenden, das finde ich schon ziemlich cool. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ebenfalls 3 Jahre Wartezeit bisher und ebenfalls ein Drachenbuch ist Der Sommerdrache, die ewigen Gezeiten, Band 1 von Todd Lockwood. Hier ist bisher nur der erste Band erschienen. Ich liebe das Cover und das kommt auch nicht von ungefähr, dass das so schön gezeichnet ist, denn Todd Lockwood ist Illustrator hauptberuflich und da liegt, glaube ich, auch der Grund, warum es hier noch nicht weitergegangen ist, weil er seine Projekte als Illustrator immer vorgezogen hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich folge ihm auf Facebook und da habe ich aber auch immer wieder so kleine Andeutungen auf den zweiten Teil mitbekommen, dass er sagt, ja, jetzt geht es hier weiter und nachdem ich das fertig gemacht habe, das Bild, dann geht es mit dem zweiten Teil weiter, schreibe ich weiter. Also da bin ich doch optimistisch, dass da bald was Neues kommt, dass da auf jeden Fall dran gearbeitet wird. Und dann hat man ja immerhin das Gefühl als Leser, da tut sich etwas. Weil da möchte ich schon sehr, sehr gerne weiterlesen, weil ich da diese Weltschöpfung hier sehr, sehr schön fand. Wir begleiten hier Maya und Maya ist von klein auf mit Drachen aufgewachsen, denn sie ist Tochter eines Brutmeisters, einer, ja, Zuchtstätte für Drachen. Und irgendwann soll sie eben auch einen Drachen bekommen, einen Drachen zugeordnet bekommen. Aber kurz bevor es soweit ist, kommt das Militär und beansprucht alle Jungtiere für sich, für den Krieg. Und somit geht sie leer aus. Da ist sie natürlich erstmal sehr frustriert und traurig. Sie streift durch die Natur und findet auf einmal eine wilde Drachenmutter. Und die liegt im Sterben und sie glaubt, dass irgendwo ein Drachenjunges ihre Hilfe braucht oder irgendwo noch ein Drachenjunges sein muss. Und so macht sie sich auf die Suche danach und währenddessen entdeckt sie ein schlimmes Geheimnis und das macht sie zur Zielscheibe der, ja, mehrerer Mächte, sag ich mal. Und dann beginnt es. Das Buch ist wunderbar illustriert, natürlich. Da lässt sich der Autor natürlich auch nichts nehmen, seine eigene Geschichte zu illustrieren. Er illustriert sehr, sehr viele Drachengeschichten, Fantasy-Geschichten und ich finde, er macht das ganz großartig. Und ich finde auch dieses, wie heißt dieses Zeichen, Yin und Yang-Zeichen, hell und dunkel. Ich finde, das passt auch ganz gut zur Geschichte. Und ich möchte jetzt wirklich wissen, wie es weitergeht. Da würde ich dann vielleicht auch mit dem ersten Band nochmal beginnen und mir die tollen Illustrationen dazu anschauen. Mal gucken, ob ich euch eine zeigen kann, wenn ich das Buch nun schon so in der Hand halte, ne, da kann ich euch doch auch was zeigen. Oh, ist jetzt nicht die schönste Illustration leider, aber man sieht vielleicht so seinen Stil. Die nächste Drachenreihe hat 4 Jahre Wartezeit seit der letzten Fortsetzung. Und zwar ist das Der Drachenflüsterer von Boris Koch. Ich habe hier Band 1 bis 3. Es gibt bereits einen vierten Teil, aber nur gebunden. Und deswegen wollte ich immer auf das Taschenbuch warten. Das ist aber auch nie erschienen. Und ich hatte mir auch überlegt, dass ich vielleicht warte, bis die Reihe beendet ist und dann auch wieder von vorne anfange. Aber jetzt ist es, wie gesagt, schon 4 Jahre her, dass der vierte Teil geschrieben wurde. Nach Band 3 gab es auch eine sehr, sehr lange Wartezeit, bis Band 4 überhaupt erschienen ist. Also der Autor hat immer gesagt, er wird zurück in diese Welt kommen. Die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Man konnte mit dem Ende leben, aber man hat schon irgendwie gemerkt, dass es noch nicht
also dass Teil 3 eben noch nicht das Finale ist. Und somit hat er ganz, ganz offen angesprochen, dass er nochmal zurück möchte, aber nicht sofort. Und das ist ja auch okay, wenn er das so ankündigt. Aber jetzt, wo er Band 4 nachgeschossen hat und jetzt nichts kommt und Band 4 nicht zu dieser Ausgabe passt, ja, das frustriert mich schon wieder so ein bisschen. Aber ja, ich fand die Reihe sehr, sehr humorvoll. Also das macht es so ein bisschen aus. Es ist auch eher für Jugendliche. Es ist ein bisschen einfacher geschrieben, ein bisschen einfacher erzählt, aber dafür eben auch schnell zu lesen, humoristisch zu lesen. Die Beziehungen zwischen Drache und Mensch fand ich sehr schön. Wir treffen hier auf Ben und Ben hat es leider nicht ganz so einfach, denn er lebt auf der Straße und wird von den Bewohnern des Dorfes beäugt und nicht so gern gesehen. Er schlägt sich aber irgendwie durch und sein Herz klopft und brennt für die Drachen. Da kommt er allerdings nicht so ran, weil er eben ein einfacher Junge von der Straße ist. Was er noch nicht weiß, ist, dass er eine großartige Gabe hat, was die Drachen betrifft. Er kann nämlich mit diesen kommunizieren. Und irgendwann trifft er natürlich auf einen Drachen und die beiden freunden sich an. Und es gibt noch weitere Drachen, die hier drin vorkommen. Also wirklich sehr locker, leicht, sehr lustig und humorvoll geschrieben, dennoch sehr spannend. Und ja, hat mir wirklich gut gefallen, wie hier die Drachen gezeichnet worden sind. Und ich würde wirklich sehr gerne weiterlesen, aber ich sehe jetzt gerade nicht so richtig den Sinn darin, Band 4 zu lesen, wenn man noch nicht so richtig weiß, wie wann es mit Band 5 weitergeht, ob es mit Band 5 weitergeht. Ich weiß halt auch nicht, ob es irgendwie einen Cliffhanger gibt. Und weil eben der vierte Band auch bisher nur als gebundenes Buch rausgekommen ist und noch nicht als Taschenbuch. Ob das überhaupt denn passend zu der Ausgabe sein wird, weiß ich nicht. Ich mag die Ausgaben aber sehr gerne. Mit diesen Drachenaugen finde ich das schon ziemlich cool gemacht. Und ja, haben mir sehr, sehr gut gefallen und sind irgendwie auch irgendwie eigenständig. Das finde ich ja immer gut, wenn sie so ein kleines Fünkchen Eigenständigkeit haben. Wir machen einen großen Sprung von 4 auf 9 Jahre und jetzt kommen wir zu der Reihe, die euch wahrscheinlich sofort eingefallen ist, als ihr den Titel gesehen habt, die sehr, sehr gehypt ist, die Serien hervorgebracht hat und wo man wirklich nicht weiß, ob es da noch weitergeht. Und zwar ist das das Lied von Eis und Feuer, Game of Thrones von George R. R. Martin. Hier habe ich den ersten deutschen Band, den ersten von 10 Bänden im Deutschen oder von 5 im Englischen, im Original. Ja, und er schreibt nun schon sehr, sehr lange an der Fortsetzung. Es soll ja noch 2 weitere Bände im Englischen geben, also 4, wenn sie dann diese Variation machen, 4 Bände im Deutschen. Also ist das noch nicht mal das Finale, woran er jetzt gerade schreibt, sondern der vorletzte Band. Warum da es nicht so richtig klappen möchte, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die Serie schon beendet ist und dass er jetzt nicht so richtig das Ende findet für die Bücher. Man hat natürlich auch einen großen Druck, gerade wenn so viele Leute es erwarten, dass es jetzt endlich weitergeht und große Anforderungen, große Ansprüche hegen, obwohl ich mir bei ihm irgendwie vorstellen könnte, dass ihm das irgendwie auch egal ist, was andere Leute darüber denken. Also deswegen, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich irgendwann passieren wird. Ich muss sagen, dass ich damit irgendwie noch leben kann, weil ich eben die Serie auch wirklich gut umgesetzt finde und die Serie jetzt ein Ende bekommen hat, sodass ich da immer einen Haken dran machen konnte. Allerdings finde ich die letzte Staffel der Serie nicht gut. Ich bin eine derjenigen, die eben das Ende nicht mochten. Jedenfalls, ich mochte die Entwicklungen, aber ich fand, das war einfach viel zu schnell, alles übers Knie gebrochen, in so ein paar Folgen alles abgehandelt, wo das Ganze so episch aufgebaut wurde und dann zack. Nee, also das fand ich nicht gut. Deswegen habe ich eben hier so ein bisschen die Hoffnung noch reingelegt, dass er hier ein würdigeres Ende schafft. Und was ich eben so spannend finde, ist, dass es das Ende auch ganz anders aussehen muss, also oder ein bisschen anders auf jeden Fall, weil ab einem gewissen Punkt ja die Bücher und die Serie in der Story auseinandergegangen sind und Charaktere gestorben sind, die in
den anderen Medium nicht gestorben sind und es sich dann irgendwie anders entwickelt hat. Und deswegen finde ich das so spannend, dass es tatsächlich in Serie und Buchform zwei verschiedene Enden geben wird. Und für den Autor ist es doch irgendwie auch toll, weil er hat ja beim Ende der Serie oder bei der Serie auch mitgewirkt und hat dort sozusagen die Story vorgegeben, als die Serie irgendwann die Bücher überholt hat. Und für ihn ist es doch irgendwie toll, dass er zwei verschiedene Varianten seiner Ideen ausleben kann. Und dann kann er hier in der Buchform doch nochmal was ganz anderes ausprobieren und uns nochmal irgendwie schocken. Da habe ich mich eigentlich drauf gefreut, aber jetzt wage ich nicht mehr so richtig dran zu glauben, dass es weitergeht. Ich war vor Jahren in einer Veranstaltung hier in Hamburg, wo er ja das erste Kapitel des neuen Bandes vorgelesen hat, und da war man ja eigentlich davon ausgegangen, dass es denn bald soweit ist, aber das ist auch schon mehr als 5 Jahre her mittlerweile, wenn nicht 6 oder 7, und deswegen, ja, ist das so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt irgendwann passieren wird. Aber das ist, denke ich mal, so eine Fortsetzung, auf die am meisten gewartet wird, denke ich mal. Was ist denn eure Meinung? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wird es da noch was geben? Seid ihr davon überzeugt? Müsst ihr das eigentlich noch haben? Oder denkt ihr, ja, es hat ja einen Abschluss in der Serie gegeben, deswegen ist das für mich okay? Oder sagt ihr, nee, also der Serienabschluss ging überhaupt nicht, ich will bitte einen ordentlichen Abschluss in Buchform haben. Ebenfalls 9 Jahre und ebenfalls ein sehr, sehr bekanntes, beliebtes High-Fantasy-Werk ist Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Ja, 9 Jahre lang warten wir schon auf den 3. Band der Reihe. Band 2 wurde im Deutschen halt aufgeteilt, deswegen sage ich 3. Band. Ja, sehr, sehr schade, weil das ist meine liebste High-Fantasy-Reihe neben Das Lied der Dunkelheit, und deswegen bin ich hier besonders traurig. Ich glaube mit am traurigsten, dass es hier noch nicht weitergegangen ist, weil ich hier auch irgendwie so langsam dran zweifle, dass es überhaupt weitergeht, weil ich weiß nicht, was genau der Autor für einen Grund hat, warum er nicht weiterschreibt, aber er wirkt irgendwie auch ein bisschen frustriert und genervt von den ganzen Nachrichten der Leser, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Unter Druck zu schreiben ist sicherlich nicht schön, aber ja, irgendwie macht er sehr viele andere Projekte, spielt irgendwo anders seine Musik, und da frage ich mich, ob er das irgendwie aufgegeben hat, oder man fragt sich irgendwie auch, ob es dann auch an die Qualität noch rankommt, wenn er da so raus ist aus der Welt, wenn er sich da gar nicht mehr mit so beschäftigt. Aber das weiß ich alles nicht. Das sind alles nur Spekulationen, Vermutungen und Gedanken, die man sich dazu macht. Hier wäre ich, wie gesagt, mit am traurigsten, wenn es hier nicht weitergeht. Und hier habe ich auch eben die größten Zweifel, dass es nicht weitergeht. Und da habe ich eben nicht wie bei Game of Thrones. Game of Thrones ist ja jetzt auch nicht meine allerliebste Reihe. Also ich finde die toll, aber ich finde halt die Serie fast genauso gut, wenn man jetzt vom Ende mal absieht. Aber bei Der Name des Windes, da habe ich sowas nicht. Und ich will dazu auch überhaupt keine Serie oder keine Verfilmung. Ich möchte bitte einfach nur den Abschlussband, und ich meine, es sollte auch nur eine Trilogie werden. Vielleicht hat er sich auch zu sehr in den 3. Band, also er hat das ja von vornherein angekündigt, dass es eine Trilogie wird. Vielleicht hat er sich da auch zu sehr reingesteigert, dass es zu dick wird, zu umfangreich, und er kann nicht kürzen. Ja, wie gesagt, alles Spekulation, ich weiß es nicht. Ich habe immer mal wieder in Blogs gelesen, und da gibt es natürlich viel auch Vermutungen. Es ist irgendwann mal noch ein Zusatzband erschienen, Musik der Stille hieß das, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr süß, aber das hat auch nur kurz vorgehalten. Der ist jetzt auch vor, weiß ich nicht, vor 5 Jahren erschienen, vor 6 Jahren, keine Ahnung. Ich kann das nur allen empfehlen, und ich liebe diese Reihe, also ich würde sie trotzdem immer weiter empfehlen und sagen, bitte lest diese Reihe, weil die halt auch wirklich sehr, sehr sprachlich, sehr, sehr schön gemacht ist und sich sehr viel Zeit gelassen wird. Es ist nicht viel Action und Bam-Bam dabei, aber genau das mag ich eben auch daran, dass es sich Zeit gelassen wird, die Welt zu erkunden, die Charaktere zu erkunden. Wir treffen hier eben auf Quoth, und Quoth ist ein großer Magier seiner Zeit, und er trifft auf einen Chronisten, der eben sein Leben aufzeichnet. Und so haben wir eben eine Rahmenhandlung, die relativ kurz eingeleitet wird, und dann haben wir hauptsächlich eben
die Lebensbeschreibungen, die Biografie von Quote, von seiner Kindheit an, wo er aufgewachsen ist in einer Spielleutefamilie, sagt man das so? Jedenfalls sind seine Eltern irgendwann angegriffen worden von den Chandrian, das sind Dämonen, die einen sehr üblen Ruf haben. Und Quote hat das beobachtet und hat überlebt und schwört jetzt Rache. Allerdings lebt er jetzt erstmal auf der Straße und muss sich da durchschlagen. Aber er braucht mehr Informationen über diese Dämonen, denn kaum jemand weiß etwas über die. Und er plant, an die Magieakademie zu gehen, um dort halt in die Bibliothek zu kommen, weil dort eben ganz, ganz viel Wissen liegt. Und ja, nebenbei lernt er eben jetzt Magie und verschiedene andere Fächer, Alchemie und so weiter und so fort. Es ist aber auch eine große Liebeserklärung an die Musik, denn so finanziert er sich das Studium, weil das extrem viel kostet. Aber er ist der Musik sehr zugetan und spielt dort dann in verschiedenen Wirtshäusern. Ich finde das wirklich wunderbar und die zweiten und zwar Band 2.1 und 2.2 wird dann auch ein bisschen actionreicher. Da ist er dann auch erwachsen, seine Unizeit ist vorbei und er reist dann viel mehr durchs Land. Also da kommt man dann vielleicht mehr auf seine Kosten, wenn man es mehr mag, durch die Welt zu reisen und ein bisschen Abenteuer zu erleben. Auch das fand ich toll. Ja, und wie es weitergeht, man weiß es nicht, ob es weitergeht. Ich hoffe sehr. Die nächste Reihe, die ebenfalls sehr bekannt ist und wo der Fortsetzungsband sehr, sehr heiß beginnt, ist. Als Leser fühlte man sich in der letzten Zeit ein bisschen veräppelt, weil immer wieder Erscheinungstermine angegeben worden sind, die dann nicht eingehalten worden sind und irgendwas angekündigt wurde, wo dann irgendwie so ganz schweigend darüber hinweggegangen wurde und einfach man überhaupt nichts mehr gehört hat. Das frustriert dann schon ein bisschen. Und zwar spreche ich von Walter Mörs, Die Stadt der träumenden Bücher und Das Labyrinth der träumenden Bücher. Ja, mein Lieblingsautor und mein Lieblingsbuch, Die Stadt der träumenden Bücher, das Labyrinth der träumenden Bücher, muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es eben 2.1 ist eigentlich und die Geschichte nicht für sich selbst stehen kann. Ich finde irgendwie, es wirkt so, als hätte der Autor das geteilt, damit er irgendwas, damit er vielleicht den Verlag zufriedenstellen kann, dass überhaupt etwas erscheint, weil wenn als gerade die Geschichte richtig beginnt, hört diese Geschichte auf und wenn man das nicht vorher weiß, dass es keine abgeschlossene Geschichte ist, dann kann man schon sehr sauer werden. Das Schloss der träumenden Bücher soll der nächste Teil werden und da steht auch schon das Cover fest, der Titel fest und das ist jetzt eben auch schon seit 10 Jahren nicht erschienen. Also 10 Jahre warten wir auf die Erscheinung dieses Buches. Was mir die Wartezeit ein bisschen leichter macht in diesem Fall ist, dass Walter Mörs in letzter Zeit aber dennoch immer wieder Projekte hat und etwas Neues herausbringt. Ob das nun hier die Comics zu dieser Reihe waren, die er wunderbar illustriert und mit, ich glaube, Florian Biege zusammen verarbeitet hat, koloriert hat. Also es sind wunderschöne Comics geworden. Oder ob das so kleine Novellen sind, die er rausgebracht hat. Der Bücherdrache war das. Oder sein neuestes Werk, Prinzessin Insomnia und der albtraumfarbene Nachtmar. Das hält einen so ein bisschen über Wasser. Aber auch hier, es wurde mittlerweile auch schon ein paar Mal, ich glaube, 1001 Leuchttürme oder so angekündigt. Ein weiterer Briefroman, der kommen sollte. Ich glaube, im letzten Jahr, vorletzten Jahr im Sommer, wurde dann so ein bisschen als Ersatz, als Trostpflaster angeboten. Aber Walter Mörs hat mal einen Brief an seine Leser geschickt oder er wurde beauftragt, sozusagen an seine Leser zu schreiben, warum das jetzt so ein Hick-Hack-Hick-Mack gibt. Der Verlag möchte natürlich immer irgendwas ankündigen und die Leser so ein bisschen darauf aufmerksam machen. Aber Walter Mörs ist immer sehr sprunghaft, beziehungsweise was ihm gerade am meisten liegt, daran möchte er arbeiten. Und er wechselt halt die Projekte, wie es ihm beliebt.
Und deswegen kann das mal sein, dass er gerade an etwas arbeitet, aber dann auch wieder an etwas ganz anderem, Neuen anfängt. Und deswegen ist das so unberechenbar, so ein bisschen. Solange immer irgendwie noch was erscheint und ja, dieser Brief alleine und diese Begründung, was ich eben schon sagte, wenn man als Leser nicht weiß, was da vor sich geht, ist das manchmal ein bisschen frustrierend. Hier hat man jedenfalls ein bisschen ja, erfahren, dass es so ein bisschen daran liegt, wie Walter Mörs arbeitet und dass er sich eben denen widmet, was ihn gerade am meisten begeistert. Und so entsteht natürlich auch diese Hingabe zu den Büchern und so soll es ja auch sein. Hier glaube ich schon, dass die Geschichte irgendwann erscheint, aber das kann durchaus auch in 10 weiteren Jahren sein. Also da habe ich keine Ahnung, ob da jetzt erst die Leuchtturmgeschichte kommt oder etwas ganz anderes. Das war ja oft der Fall, dass irgendwas angekündigt war, das abgesagt wurde, dann etwas anderes angekündigt wurde und dann etwas ganz anderes erschienen ist. Also da wird uns Walter Mörs sicherlich mit irgendwas wieder demnächst überraschen. Aber solange überhaupt irgendwas erscheint, bin ich schon zufrieden und möchte gar nicht meckern. Und ich glaube schon, dass ihm das am Herzen liegt und ich hoffe, dass er es bald fortsetzt. Also ich werde sicherlich die Stadt der träumenden Bücher immer mal wieder hören, weil das ist eigentlich abgeschlossen in sich. Das hätte jetzt nicht unbedingt eine Fortsetzung gebraucht. Ich finde, das kann man als Hörbuch lesen, als Comic oder Quatsch, als Hörbuch hören, als Buch lesen oder als Comic sich anschauen. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Da muss man jetzt auch keine Angst vor irgendwelchen Cliffhängern haben. Das ist für sich eigentlich eine abgeschlossene Geschichte. Hier ist sozusagen, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen zwischen den beiden Büchern innerhalb der Geschichte. Hiermit würde ich aber nicht beginnen, bevor nicht der nächste Band draußen ist. Also außer man ist so neugierig. Aber da kann ich durchaus auch die schlechten Bewertungen verstehen und den Unmut. Ja, doch, kann ich doch ein bisschen nachvollziehen. Auch wenn die Geschichte an sich, der Schreibstil an sich auf jeden Fall 100% Walter Mörs ist. Und die längste Wartezeit hat eine weitere Drachenbuchreihe. Die letzte Reihe, die ich euch jetzt vorstellen möchte, ist die Drachen der Tinker Farm von Ted Williams und Deborah Beale. Ja, aus dem Klett-Cotta Verlag erschienen und wie gesagt, es ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, dass der zweite Band erschienen ist und ja, auch da wird immer wieder spekuliert, ob da noch was kommt oder nicht. Es wird in Foren gesprochen, manchmal wird dann auch manchmal was angedeutet, aber so richtig vom Autor selbst weiß ich nicht, ob es dazu eine Aussage gibt, ob es da weitergeht. Da bin ich eben auch sehr, sehr skeptisch, ob es da tatsächlich weitergeht. Vielleicht liegt es so ein bisschen an der Zusammenarbeit zwischen Ted Williams und Deborah Beale, dass es da nicht so richtig funktioniert, dass es daran hapert. Ich meine, Ted Williams schreibt ja sehr, sehr viel, schreibt sehr viel epische High Fantasy und hat auch noch andere laufende Reihen und vielleicht war ihm diese Reihe nicht wichtig genug. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall finde ich sehr schade, weil das eben auch so eine Reihe ist, die nicht so diese typische Drachenreihe ist. Es ist auch ein bisschen jünger, obwohl es jetzt beim Klett-Cotta Verlag erschienen ist und die ja nicht unbedingt Kinderbücher verlegen. Aber ich finde schon, dass es ein bisschen jugendlicher ist. Wir treffen hier auf ein Geschwisterpärchen, die in den Sommerferien zu Verwandten geschickt werden sollen. Und sie sind davon eigentlich ja gar nicht so überzeugt. Denn es ist eine Farm, wo sie denn ihre Sommerferien verbringen sollen. Und sie denken natürlich an Kühe und elende Felder, langweilige Zeit, die sie dort verbringen müssen. Sie erhalten ein seltsames Buch, was sie sich vorher durchlesen sollen. Und da ist zwar von Kühen die Rede, aber irgendwie ist das sehr, sehr seltsam ausgedrückt. Und sie haben das Gefühl, dass Kühe nur ein Platzhalter ist. Und sie haben recht, denn Kühe steht für Drachen. Diese Farm hat eben nicht nur die üblichen Farmtiere, sondern Drachen und Einhörner und ja, noch ganz, ganz viele andere Wesen, die dort gehalten werden. Und die Farm birgt noch weitere Geheimnisse, nicht nur magische Wesen, sondern auch ja, Türen in andere Welten, sage ich mal. Und das ist so schön, mit den beiden Geschwistern zu entdecken. Und ich finde, die Geschwister sind auch so schön lebendig dargestellt. Auch die
Beziehung zwischen den beiden. So typisch Katz und Maus, typisch Bruder und Schwester und trotzdem mögen die sich natürlich. Der Bruder ist immer mit seinem Gameboy unterwegs und die Schwester nervt es natürlich, dass der kleine Bruder ihr oft so am Rockzipfel hängt. Und ja, der Bruder ist schön frech und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und beide sind sehr neugierig und sie dürfen natürlich einiges nicht. Es gibt dort Regeln, aber sie tun es natürlich trotzdem. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Idee. Es ist halt eigentlich Urban Fantasy mit Drachen und das ist ja eher selten, sage ich mal. Also da hätte ich gern noch mehr über die Drachen erfahren und mehr über die Farm und mehr über deren Aufgabe und deren Geheimnisse. Ja, der zweite Band heißt ja auch Die Geheimnisse der Tinker Farm, aber es ist halt noch lange nicht abgeschlossen und da bin ich wirklich sehr traurig, aber hier hege ich auch schon Zweifel, dass das weitergeht. Also da versuche ich ein bisschen mit abzuschließen, weil ich nicht glaube, dass es hier weitergeht. Und ich weiß halt auch nicht, wenn es weitergeht, ob das tatsächlich denn auch übersetzt wird. Und wenn es übersetzt wird, auch in dieser Ausgabe. Ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt tatsächlich weitergeht, dann wird wieder eine neue Auflage gemacht. Na gut, aber das wäre ein kleineres Übel, weil ich mir einfach wünschen wollen würde, dass ich weiß, wie die Geschichte weitergeht. Ja, das waren meine begonnenen Reihen, bei denen ich schon sehr lange auf die Fortsetzung warten muss. Erzählt mir doch gerne in den Kommentaren, was ist die Reihe, bei der ihr schon am längsten drauf wartet und wo ihr vielleicht schon Zweifel hegt, dass es überhaupt weitergeht. Habt ihr davon viele oder seid ihr da rigoros und sagt, ja, wenn es nicht weitergeht, dann lese ich eben was anderes. Und da gibt es ja genug andere Reihen. Das stimmt natürlich, man kann sich Gott sei Dank mit vielen anderen Büchern und Reihen ablenken. Aber besonders wenn es zu Lieblingsbücher werden, dann ist das natürlich sehr schade. Oftmals habe ich mir schon vorgenommen, erst Reihen zu lesen, wenn sie beendet sind. Aber manchmal ist man dann ja doch zu neugierig auf die Neuheiten oder manchmal weiß man auch gar nicht, dass es eine Reihe ist. Auch ärgerlich. Ja, schwieriges Thema. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Thema mit euch zu besprechen. Ich freue mich auf eure Meinung in den Kommentaren und ich freue mich auch auf die weiteren Teile der Reihe. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt mir gerne, was ihr von dieser Videoreihe haltet. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.